So, André, bereit? Eigentlich ja nicht so. Ja, jetzt zu spät. Oh Gott! Oh Gott! Ah! Oh Gott! 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 Digga! Tipp mich nicht! Oh Gott! Ja, den backen wir easy. Ja, wegen deiner Laserwaffe, du nur. Du bist auch gerade ein bisschen leise geworden. Ey, die Laserwaffe ist halt echt strong, das ist halt das Geile. Oh, noch ein Meteorit gelandet. Nice. Hol ihn, Flo. Such ihn. Ich hab nur schon über 277 wieder Teile. Ja, egal. Ich kann wieder eine komplette Rüstung und allen Kram herstellen. Komplette Meteoritenrüstung plus Lichtschwert plus Waffe könnte ich herstellen. Ja, dann mach uns übrigens einmal ein Lichtschwert. Was hast du alles gedroppt bekommen? Dämonen. Schattenkugel, kann ich jetzt einfach spawnen? Erfolgreich, Bulldozer. No, Flo, was macht die Schatten? Was denn? Er schafft eine magische Schattenkugel. Die leuchtet. Cool. Was hast du alles bekommen, André? Na, nix. Eigentlich nix. Ja, irgendwie Dämonit-Erz oder so. Schattenschuppen. Ich hab... Schattenschuppen 20. Alles klar. Ja, Dämonen... Nied... Erz 67. Okay. Wir können hier hinten rechts nochmal reingehen. Ich weiß nicht, ob wir hier jetzt insgesamt noch drei Leute, drei Dings finden. Aber wir können es ja gucken. Okay, hier ist nichts mehr. Boah. Die Waffe will ich auch haben, die Laserwaffe. Die ist gut. Die ist echt geil. Bekommen wir die doch öfters? Kann ich herstellen. Man kann die, baut man sich einfach. Achso. Das Meteoriten. Hier ist auch nichts mehr. 60 Meteoritenbarren. Das sind 60 Meteoritohr, die ich gerade die ganze Zeit farme. Das will ich auch. Hey, du bist der Nahkämpfer, André. Der Fernkämpfer. Manche. Oh Gott. Gefährlich. Gefährlich! Ja, hier noch, direkt unter uns. Wir haben hier zwei Kugeln, glaube ich. Lol. Was willst du denn? Ah! Okay. Was hast du bekommen? Schmerzball, guck das mal. Das ist ein... Nahkampfwaffe. Das macht Nahkampfwaffe für mich, Alter. Die macht Nahkampfschaden, André. Das ist Nahkampf. LOL. Genauso wie. Nee, das ist magischer Schaden. Was? Ekeldorn. Ah, ich hab eine Granate geworfen! Okay, da hinten ist noch ein Bällchen, aber da kommen wir irgendwie nicht ran. Außer ich würde mich André, du doch, würdet ihr, wenn ihr euch einfach deine scheiß Ofen hinbaut und dann euch eine scheiß Spitzhacke macht? Was für eine Idee. Warte mal. Berg. Wollen wir den nochmal killen? Jo, warum nicht? Ich habe keine Musketenschüsse mehr. Gib mir mal dein ganzes Dämonit-Erz, André. Und die Schattenschuppen. Kannst du für mich ja mitbauen. Ich hab keinen Amboss.
Hast du Eisen oder so dabei? Hä? Hast du Eisen oder so dabei, zufälligerweise? Nö. Soll ich hierbleiben? Ja. Prinzip würde ich jetzt sagen, ja. Praktisch. Macht's keinen Sinn, weil... Obwohl, ja schon, aber... Musst halt oder wir können in den Dungeon reingehen oder irgendwas anderes machen. Du musst halt eine lange Zeit warten, bis ich wieder da bin, meine ich. Oder wir machen gleich einfach das mit dem Dungeon. Der Dungeon können wir auch meinetwegen machen. Lass uns mit dem Dungeon machen. Dann stell erstmal eine die Nightmare-Spitzhacke her und dann vielleicht schon Teile der Rüstung für mich, bitte. Nö. Will ich nicht. Spawnpoint entfernen. André, ich pack dir hier in die Truhe. Was? Einen Rückruftrank, falls du keinen mehr hast. In der Truhe. Ja, ich hab mein Bett dahin gebaut, ne? Ja, da ist ein Bett. Ja, dann musst du Rechtsklick machen, damit du den Spawnpoint wieder entfernst und dann den Rückruftrank usen. Achso, okay. Ja. Maxi, ich weiß noch, wie früher immer wir so Schiss vor diesen scheiß Meteoriten hatten, den abzubauen. Ich könnte die komplette Rüstung machen. Geil. Ja. Und die Spitzhacke, kann man die denn nicht auch noch craften? Von den Dings, warte mal. Also für mich gibt's ja zurzeit nichts mehr, so wie ich das richtig verstanden hab, ne? Ja, momentan gibt's nichts für Fernkämpfer, das ist das Problem. Okay. Ist alles gut, ich hab einen Schock genug. So. Weil die Spitzhacke kostet 6 Schuppen. Das zusammen kostet 30, 45, das heißt 51. Ich hab 55. Schuppen oder Bar? Meteorit, Demonit. Ich hab jetzt Spitzhacke noch. Was für eine Spitzhacke hast du, André? Ich? Platin, ne? Ja, Platin-Spitzhacke. Ich könnte noch einen Bogen herstellen. Hast du den Dämonit-Bogen schon? Den Dämonen? Nee, ich hab nur einen Platin-Bogen. Okay, du kriegst einen Dämonenbogen. Yay. Ich liebe die dunkle Seite. Flo, was für einen Nahkampfwaffe hast du? Laserschwert. Willst du den Schrecken des Tages haben? Also die Dingswaffe? Wie viel Schaden macht die? 17. 23 macht meins. Okay, wir können ja noch mehr Laserschwerter herstellen, ne? Ja. Ja, dann brauchen wir davon nämlich gar nichts. Dann gönne ich mir nochmal eine Axt. Ist auch noch eine Axt, André? Ja. Hast du nur eine Axt und mehr kann ich jetzt nicht herstellen. Bei meinem Bogen? Hab ich den nicht schon zugeworfen? Ne, hier hab ich ihn. Maxi, oh, guck, das ist jetzt unlucky. Der hat minus 12% Tempo und minus 20 Rückschuss. Der ist ja scheiße. Ja. Ist mir auch kurz aufgefallen. Ja, aber er hat keine Schadensverringerung oder so. Wir haben halt 45 Gold, Alter. Aber guter Damage, also. So, wo haben wir die Waffen drin? Dann der Kiste bist du gerade, ne? Ja. Hier sollen keine Rüstungsteile rein. Nur Waffen. Ich hab keine Rüstung drin geballert. Das kann nicht in Aufsehen gewesen sein. Pfeile können hier rein, ja. Welche Pfeile sind das? Narrenpfeile. Auch eine Nahkampfwaffe, ist auch eine Waffe. Eizahn ist keine Waffe. Samen, wer hat dir denn in eine Waffenkiste Samen reingepackt? Das ist für Fernkampf, mit dem Blasrohr. Okay. Das ist ein Argument. Ja, das ist ein Argument, alles gut, hab ich mir nicht gesagt. Was ist das denn? So, ich komme mal dann zurück. Hier, wie komme ich denn da hierher? Ich erinnere mich nur noch, dass ich ein Portal von mir geöffnet habe. Eltern-Nie-Kristall? Geschäft? Ich habe irgendwie so einen Typen. Ich nicht. Leute. Einen Typen? Was? Welchen Typen? Ja, also irgendwie kann ich mit dem Geschäft schließen und Elternia-Kristall machen. Mit welchen Typen denn? Ja, hier wo ich draußen bin! LOL! Party!
Kommst du mal her, Flo? Warte mal kurz. Ballist. Währung zum Handel mit dem Flammenstoßenroute. Das ist mega gut für Dings hier. Das ist mega geil für Maxi. Ballista-Route. 7 Beschwörungsschaden mittlerer Verwendung 5 Mana. Ein langsamer Ton, der jedoch hohen Schaden mit Durchbohrungsbolzen verursacht. Verwendet 10 eternischen Mana, um mehr als einen zu beschwören. Das ist für Verteidigung. Ach Junge. Hast du das geholt? Hey, woher bekommen eigentlich die Verteidigermedaillen? Ja. Das ist eine gute Frage. Jetzt komm mal her hier, Flo. Ich will dir immer. Bin ich doch. Ich will die ganze Zeit die Rüstung geben. Hier. 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 Dann die Speedschuhe. Und das hier. Und jetzt ab in den Dungeon, würde ich sagen, oder wie, oder was? Wer war das? Ich nicht. Maxi? Nee, diesmal war ich nicht. Glaube ich. Eigentlich nee. Nur du hast die die Bomben. Hab keine geworfen. Ich hab so oder so keine. Ich habe immer eine Sternstuppe rausgenommen, weil ich 2 hatte, ne? Nimm mit dir meinetwegen alle, ich brauch die nicht mehr. Momentan. Ich habe 120 Mana, das reicht erstmal. Meine Frage, wer möchte jetzt nun ein Laserschwert haben? Ja, gib her. Ich brauche ein Nahkampfschwert am besten. Ich habe gar kein Nahkampfschwert. Gib mal jedem ein Laserschwert, Flo. Den brauche ich. Grün oder lila? Ich nehme lila. Was? Was ist noch für Farben? Blau, ich will blau. Haben wir nicht genug. Grün oder lila? Okay, gib her. Welches? Was denn? Grün oder lila? Also grün, grün, ja, grün. Gib mir grün. Was ist du? Ich? Ja. Rot, okay. Ich bin ein Sith. André! So, was ist denn das hier? Aber teile ich mal beim Dungeon, Leute! Bier! Wo kommt denn die Rüstung rein? Achso, da. Essen. Blauhunde. Lege ihn in den Eternier Kristallständer, um Etherias Portale zu beschwören, okay? Achso, wir müssen so einen Ständer kaufen und dann können wir so welche Sprengfallrouten oder so zum Beispiel reinpacken. Wenn da nicht mehr zu nah rankommt, explodiert das. Okay. Was brauche ich hiervon nicht? Bewegungstempo, Bewegungstempo, Bewegungstempo. Gib mal alles Bewegungstempo. Hier ist noch ein Nahkampftempo drin, Flo. Eine Fessel mit Nahkampftempo. Boah, wie viel Nahkampftempo soll ich noch haben? Ich weiß nicht. Ich kann jetzt schon schnell genug angreifen. Rüstungsdurchdringung hast du ja auch drin, ne? So ein Heizahn. Ich hab einen Heizahn mit 2% Nahkampftempo. Also ich glaube, irgendwie Fernkämpfer ist scheiße. Ach. Chill mal. Chill mal noch ein bisschen. Hier ist der Nahkampf. Hier, Flossenflo. Wieso bekommt er die Flotte nicht? Schlitz! Komm, jetzt in Sand gehen, yay! Wir haben 9 Mana-Kristalle, wir können 3 Mana-Kristalle herstellen. Ja, Flo und ich renne gerade. Ist da hinten ein Bett, Flo? Nein. Bring mal eins mit. Möchte jemand denn die Mana-Kristalle haben? Wie viel Mana hast du? Ich hab 120 jetzt. Flo? Ich hab 120. Ja, dann gib mir die. Wenn ihr alle 120 habt, dann nehme ich den Rest der Mana erstmal.
Ich weiß noch, dass es damals immer mega lang gedauert hat. Ja, weil man da 10 Stück von brauchte. Ja. Damals braucht man nur 10 kleine Sterne, André, um einen so Mana-Kristall zu machen. Oha. Als Magier hattest du dein Leben nicht einfach, ey. Das ist schon ein schweres Leben. Ja, das Magier immer. Ich habe jetzt gedacht, Magier ist so mit Feuer und so, weißt du, Feuerrautbusch und so ein Scheiß. Ja, das kommt auch noch. Ein Aquabuch, ja? Was ist das? Wasserstab gibt's noch. Ja, Schallwellenbuch, glaube ich, oder wie, was war das für ein Buch? Gibt's noch so einen Stab, da schießt du so einen Pfeil, den kannst du kontrollieren mit deiner Maus. Ja. Und wieso habe ich Fernkampf genommen? Weiß ich nicht. Und was gibt es noch für Fernkampf so geiles? Gatling Gun, es gibt dann die Phoenix-Kanone, es gibt dann noch später... Es gibt einige coole Waffen, André. Aber die kommen halt alle relativ spät. Besonders für den Fernkämpfer. Ja, für den Fernkämpfer ist halt relativ spät an der Sache, an der Reihe. Aber das ist noch bevor wir die Wall of Dings, ne? Wall of Flash. Zum Teil. Ja, nicht alles, aber einiges davon. Ist doch noch vorher. Wie weit rechts ist denn, links ist denn der Flo? Ah, wir könnten auch noch Dings hier, ein paar Steinchen kaputt machen. Ein paar Kugeln. Ja, auch. Wo haben wir denn das ganze Silk? Ja, wir haben keinen Silk mehr, wir haben nur das Dings. Nur... Ach doch. Nee, Silk nicht, aber wir haben Spinnenweben. Ganz viele. 50. Silk hab ich ganz viel dabei. Aber ich hab halt kein Sägewerk oder so dabei. Ich hab das ganze Silk verarbeitet. Alles? Also nicht alles, ich meine jetzt... das ganze... Name... Kopfwerk. Alles? Ja. Alles in beide Formen umgewandelt. Wo ist das Scheiß? Ich geh einen neben dir runter, ne? Hä, hey, wo ist das Scheiß Bett? Ich hab jetzt viele Kugeln. An welches Teil muss man rangehen, um ein Bett zu stellen? Unten. Die Dinger. Bei mir ist ein Knochenhaufen. Oh. André, komm zu mir. Ja, warte, ich muss mich kurz hochbauen. Max hat sich sicherlich eine Robe gemacht. Eine Robe? Ja. Nee, was für eine Robe? Du kannst mit dem 22 Silk eine Robe erstellen. Was macht die? Optik. Wow. Bring mir mal eine mit. Nö. Bitte. Ich hab nicht mehr genug. Was? Dann mach noch mehr, Alter. Wir haben 500 oder so Kopfweb gehabt. Nö, nimm noch zwei. Also ich soll jetzt zu dir kommen, Maxi. Wie viel Silk hast du denn verbraucht? Ja. Ich habe alles umgewandelt, habe ein Bett gebaut. Ja. Wilder Vater. Okay. Ich hab nochmal Musketenkugeln, André. Ich bin jetzt noch. Pass auf, da geht's richtig tief runter, ne? Ich freue mich schon später auf die Dämonenflügel. Oh ja. Für wen sind die Dämonenflügel? Für alle, die können wir alle machen. Brauchen halt so und so viel Sachen. Der verfickte Wurm! Er fickt seine Mutter! Okay. Ich bin hier, André, ne? Ja, chill dein Leben jetzt. Halt dein Maul! Ah, du kannst es abbauen? Deswegen hab ich ja gesagt, ich muss die Kugeln. Gib mir doch die Kugeln! Hab ich doch! Oh nein, hab ich nicht! Doch, du hast sie wahrscheinlich schon im Dings. Hier ist echt irgendwie ein schlechter Ort zum Kämpfen. Ja, euer Tank ist ja bald da. Sind wahrscheinlich schon rechts. Der wählt dich nicht aus. Was? Der wählt dich nicht aus. Du hast hier wahrscheinlich schon rechts drin in der Leiste. Ich fühl mich hier ein bisschen eingeengt. Feuer
ist sehr effektiv gegen die Alter. Gegen den. Ja, alles was durchdringt, also länger durchdringt, das ist richtig gut gegen ihn, weil er ja... Beispielsweise noch ein Schwert. Wo seid ihr runtergegangen? Zweiten Teil.